Kann man die berühmte 808 Bassdrum oder einen Bass im 808-Style nur mit Bordmitteln in einer DAW nachbauen? Natürlich kann man das. Und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Kläppchen im Recording-Blog Adventskalender 2019. Und die TR-808 von Roland ist sicherlich eine der berühmtesten Drum-Machines überhaupt in der Dance-Musik, eigentlich quasi nicht wegzudenken. Und der Bass-Drum-Sound, der Bass-Drum-Sound, der Kick-Sound von der 808 ist natürlich sehr, sehr berühmt geworden. Viele Leute haben diesen Sound nachgebaut in ihren DAWs mit ihren Synthesizer-Plugins und haben ihn auch weiterentwickelt zu einem Bass-Sound, der eigentlich in der TR-808 gar nicht drin ist, und haben daraus auch richtig fette Dance-Bässe generiert. Und die Basis von so einem Sound, sei es die Bassdrum oder auch der Basssound, ist ein Sinuston. Das heißt, jedes Plugin, was heutzutage in einer DAW mitgeliefert wird, hat auch einen Sinuston an Bord. Und wir schauen uns einfach mal am Beispiel von Logic Pro X heute mal an, wie man diesen Sound nachbauen kann. Einmal die Kick und einmal den Basssound. Und die Prinzipien sind aber alle übertragbar. Will sagen, dass du die Möglichkeit hast, auch die einzelnen Schritte durchaus auf deine DAW zu übertragen und auch in deinem Synthesizer-Plugin nachzubauen. Vielleicht ist der ein oder andere Parameter nicht dabei, aber die Basis steht auf jeden Fall. Falls du aber trotzdem möchtest, dass ich das mal in Studio One zeige, kann ich das natürlich gerne machen. Schreib mir einfach 808 Studio One unten in die Kommentare und dann weiß ich, dass da Bedarf da ist. Dann zeige ich das auch nochmal. Außerdem nehmen ja alle Leute, die einen Kommentar unter eins der Adventskalender-Videos drunter schreiben, auch am Gewinnspiel teil. Es lohnt sich also doppelt hier unten drunter zu kommentieren. Wir gehen jetzt aber mal in die DAW und schauen mal, was wir als erstes als Basis brauchen. Und dazu braucht man natürlich ein Synthesizer-Plugin. Dazu kann ich hier oben bei Logic erstmal eine Spur generieren, indem ich auf Plus klicke bei Neue Spuren und dann im Dialog, der daneben aufgeht, hier einfach ein Software-Instrument auswähle, den ES2 als Software-Instrument auswähle und damit habe ich im Prinzip schon die Basis. Wenn ich hier Erzeugen drücke, da ist er auch schon. Ich öffne den mal. Das ist die Basis für unseren 808-Sound. Ich starte gerne mit einem relativ aufgeräumten, Preset, genau, und zwar in diesem Fall mit dem Analog Saw Init. Da ist eine ganze Menge schon ausgestellt, alles Quatsch und so weiter, was man nicht braucht, ist hier ausgestellt, geht so zu. Und wir haben als Basissound, ich habe hier so ein MIDI-Keyboard auf der linken Seite stehen. Kann ich mal draufdrücken, das ist der Sound, den wir im Moment haben. Ist natürlich nicht das, was gewünscht ist, denn wie gesagt, die Basis ist ja eigentlich ein Sinuston. Die Wellenform hier vom Oszillator kann ich hier oben einstellen. Stellen wir mal hier auf Sinus und dabei kommt dann... Ne? Oh, da haben wir es schon gehört. Ich kann zwei Töne gleichzeitig abspielen, das wollen wir natürlich überhaupt nicht, denn eine Bassdrum oder aber auch ein Bass soll natürlich monophon spielen. Das heißt immer nur ein Ton gleichzeitig. Das kann ich hier oben direkt mal einstellen, hier auf Mono stellen. So, damit haben wir schon fast die Hälfte geschafft. Stellen wir hier links noch die Stimmung damit ich nicht so tief auf den untersten Tasten spielen muss, auf dem MIDI-Keyboard, stellen wir einfach 24 Halbtöne runter, also zwei Oktaven, und damit ist der Ton... schon in dem Bereich, in dem sich normalerweise ein 808-Sound auch bewegt. Vor allem die Bässe, die ja heutzutage wirklich unfassbar tief runtergehen, sind da zu suchen in diesem Bereich. So. So ein 808-Sound, sowohl Bassdrum als auch Basssound, darf für mich vorne ruhig so ein Anschlaggeräusch haben, so ein Anfangsschmack. Und den kann man sehr schön mit einer Beeinflussung der Hüllkurve vom Sound generieren. Dazu gehe ich hier mal in diesen Hüllkurvenbereich rein und wähle hier mal, den linken lasse ich einfach mal so stehen, den zweiten Parameter, den man beeinflussen kann, stelle ich hier mal auf Pitch 1. Und Pitch 1 sorgt dafür, dass der Sound, den wir jetzt gewählt haben, dieser hier, dass der erst einmal rauffährt, 12 Töne, und wieder runterfährt. Und je nachdem, wie schnell das passiert, können unterschiedliche Sounds entstehen. Gesteuert werden soll das Ganze nicht vom Modulationsrad, wie es jetzt hier eingestellt ist, sondern automatisch, und zwar durch die Envelope 1. Das ist die Hüllkurve, die wir hier auf der rechten Seite auswählen können. Hier haben wir einmal Attack und einmal Decay und beide beeinflussen dann quasi den Sound. Attack sorgt dafür, wie schnell oder wie langsam der Sound 12 Halbtöne hochfährt, und Decay sorgt dafür, wie schnell oder langsam der Sound wieder runterfährt. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, ich zeige dir einfach mal, was damit gemeint ist. Wir müssen nur noch eben hier volle Pulle reindrehen, den Effekt, damit der auch wirklich zu hören ist, und dann kann ich dir mal zeigen, was hier passiert, wenn ich die Attack hier hochdrehe. Dann fährt der Sound hoch und wir drehen das mal ein kleines bisschen runter, damit es ein bisschen schneller geht. Fährt er wieder rauf und wieder runter. So, um diesen Schmack vorne dran zu kriegen, brauchen wir aber eine sehr kurze Attack-Zeit und müssen uns nur auf das Runterfallen konzentrieren. Das heißt, der ist quasi direkt oben und fällt dann schupp wieder runter, und dadurch kriegst du dann diesen Piu-Piu-Sound. Ne? Langsam und schnell, so um die 40 Millisekunden.
ne? Und schon 40, 50 Millisekunden. Und schon hast du diesen coolen Anschlagssound, den so eine Bassjump von einer 808 ja auch eigentlich für sich mitbringt. Ne? Den muss man also gar nicht mit irgendwelchen anderen Parametern beeinflussen. Hier im ES2 geht das tatsächlich damit. So, und jetzt können wir hier schon richtig tief runterspielen und haben hier schon so einigermaßen das. Wir konzentrieren uns jetzt aber als nächstes auf die komplette Hüllkurve vom Sound. Das heißt, wie schnell ist die Attack-Zeit, die Decay-Zeit, Sustain und Release, ADSR. Und falls du keine Ahnung hast, wovon ich gerade rede, kann ich dir hier oben gerne mal ein Video einblenden. Da habe ich nämlich die vier Parameter schon mal erklärt, genau am Beispiel auch von einem Synthesizer. Wir finden sie jetzt hier auf der rechten Seite für unseren Sound. A, D, S und R. Und die drei beeinflussen den Sound, den wir jetzt zur Verfügung haben. Wie schnell ist der Anschlag vorne vom Sound? Wie laut ist der Sound, wenn ich die Taste halte? Und wie lange wird er gehalten? Und dann wie lange läuft er hinten raus? Release ist, wenn ich die Taste loslasse, wie lange klingt er dann nach? Die vier Parameter nehmen wir uns mal vor. Spielen wir mal hier. Wir haben jetzt einen schönen stehenden Ton. Das liegt unter anderem daran, dass unser Sustain hier auf der rechten Seite voll aufgedreht ist. Wenn ich die mal runterdrehe, jetzt ganz kurz, hoch, halte ich die Taste mal, bleibt der Ton stehen, drehe ich es runter, ne, ist er relativ zügig weg, der Ton. Ne. Wollen wir also einen Bass-Sound haben, im Gegensatz zu Kick, dann drehen wir die Sustain-Zeit hoch und der Ton bleibt schön lange stehen. Und drehen wir ihn runter, sind wir eher im Bereich der Bassjump. Ne? Mit der Decay-Zeit können wir jetzt dafür sorgen, auf wie viel Ton noch übrig bleibt an der ganzen Stelle, drehe ich die Decay-Zeit runter. Der Ton quasi weg und es bleibt nur der Klack von der Bassdrum übrig. Und je mehr ich hier reindrehe beim Decay, hörst du, ich nehme mal einen tieferen Ton, ne? Da hast du eine richtig tiefe Bassdrum. So, die einen schönen Knack vorne hat. Und wenn dir der Knack zu viel ist, drehst du einfach hier die Attack-Zeit ein bisschen hoch und merkst, dann verschwindet der Knack und es wird weicher vorne, ne? Ich möchte aber den kompletten jetzt stehen haben hier. Na komm, ein bisschen vielleicht, ne? So ist ganz gut. Und wie gesagt, wenn du jetzt einen Basston haben willst, dann kannst du hier einfach Sustain hochdrehen, Decay ein bisschen hochdrehen und schon bleibt der Ton länger stehen. Wenn du die Taste loslässt, soll der Ton natürlich auch langsam rauslaufen und nicht sofort verschwinden, wie es jetzt hier ist. Das heißt, mit der Release-Zeit hier auf der rechten Seite kannst du dafür sorgen, dass der Ton schön lange ausläuft. Und weil wir das Ganze monophon gestellt haben hier oben, du erinnerst dich, dass wir hier oben auf Mono gestellt haben, das heißt, es wird nur eine Note abgespielt, ist es auch nicht problematisch, wenn du eine längere Release-Zeit hast, denn sobald du die nächste Taste drückst, wird automatisch die Release- und die Ausklingphase vom vorigen Ton abgeschnitten und der nächste Ton kommt. Es gibt also kein Bassmassaker, nur weil sich verschiedene Töne überblenden, ne? Boah, das geht schon richtig tief runter, ne? So, jetzt brauchen wir das noch ein bisschen Schmack auf der ganzen Geschichte, denn wir haben ja bisher nur diesen tiefen Ton und der ist auch eigentlich nur im Tiefbassbereich zu hören. Wenn wir ein bisschen Obertöne reindrehen mit Drive, dann würde das gut funktionieren. Bei dir vielleicht, wenn es im Plugin nicht drin ist, mit einem Camel Crusher Tool zum Beispiel zu machen. Bei mir ist es direkt hier eingebaut im ES2. Hier oben gibt es eine Effektfraktion und da kann man hier Distortion reindrehen. Man kann Hard Distortion, Soft Distortion und wir hören mal, was passiert, wenn ich hier die Soft Distortion reindrehe. Da kriegt der Ton schon richtig schön hier. Richtig schön. Kommt was dazu? Ja, genau. Wenn man hier im Tiefbassbereich ist, das ist der Sound, den die heutigen Produktionen haben. So. Wunderbar, ne? Das Ganze kannst du noch beeinflussen mit deinem Filter hier. Das ist das Filter beeinflusst noch verschiedene Sachen, irgendwie Low-Cut, High-Cut und so weiter und so fort. Ich packe das hier alles nicht an, weil das würde zu weit führen, wenn ich das hier anfasse und jeden einzelnen Parameter erkläre. Nur so viel, wenn ich das Filter hier für Drive ein bisschen öffne, hörst du, dass noch mehr Ton dazukommt, ne? Dann gehen wir nochmal tiefer in Oktave. Wunderbar, ne? Da kann man also wirklich schön mit rumspielen, also mit Drive, sowohl mit dem Effekt vom Drive, mit der Distortion, als auch mit dem Filter Drive, kannst du wunderbar deine Sounds variieren und kannst dafür sorgen, dass dein Ton wirklich unverwechselbar wird und einen richtig eigenen Charakter hat. Wenn dir das Mono in der Mitte, jetzt mal nicht monophon gemeint, also einstimmig, sondern Mono in der Mitte als Sound zu wenig ist, kannst du sogar noch mit einem Modulationseffekt arbeiten, kannst zum Beispiel bei dir in der DAW, wenn es nicht eingebaut sein sollte im Plugin, kannst du noch einen Chorus oder Flanger dahinter bauen, können wir hier mal kurz ausprobieren. Wir nehmen mal einen Flanger und stellen den mal rudimentär ein kleines bisschen ein und du wirst sehen, der Sound wird sofort breiter. Ne? Und wenn dir dann zum Beispiel zu viel von dem Attack vorne ist, kannst du hier im Envelope noch ein bisschen runterdrehen, wie viel vorne noch sein soll.
Oder du machst es halt hier auf der rechten Seite. Ich will dich jetzt nicht verwirren hier. Auf der rechten Seite mit dem Attack. Dann haben wir aber auch wirklich genug rumgespielt mit tiefen Bässen, mit Bassjumps und alles kannst du dir mit einem ganz normalen Synthesizer-Plugin zurechtbauen. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist ein Sinuston und dann spielst du mit A, D, S, R rum und drehst ein bisschen Drive drauf und schon solltest du das geschafft haben, was normalerweise, wo viele Leute viel Geld für ausgeben für andere Plugins. Nein, es geht mit Synthesizer-Plugins, die in der DAW direkt drin sind und wie gesagt, wenn du es mit Studio One sehen möchtest, dann schreib einfach 808 Studio One unten in den Kommentaren, dann zeige ich es da auch nochmal, wie es da geht. Kann. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Kläppchen im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!